Also Zulamin wartet, bis sich eine ordentliche Menschenmenge auf dem Platz versammelt hat und auch der Markgraf eingetroffen ist. Und wenn der sich dann noch händeschüttelnd durch die skeptischen Leute bewegt, würde sie auch warten, bis der sich zu ihr gesellt. Vielleicht auch mit seinem Sohn oder so, was auch immer der macht. Und ja, die Essensausgabe ist ja vor allem für diejenigen, die gekämpft haben. Das heißt, sie tottern vor und sagt zu ihnen: Betet mit mir, meine siegreichen Brüder und Schwestern. Und sie breitet die Arme aus, so mit großer Geste, sehr thulamidisch, theatralisch. Hohe Herren Raja! Wilde Stute, die Feinde Alvarans unter ihren Hufen zermalmt. Wir wollen feiern zu Ehren des Sieges deiner löwenköpfigen Schwester Rondra, die heute Wahrung von den Dämonendienern zurückerobert hat. Lasse ihre Streiter das Leid und die Entbehrungen vergessen und feiern zu Ehren der ruhmreichen Toten, die ihr Leben ließen, auf dass das Banner Alvarans erneut über der Stadt wehe. Lasse wilde Freude die Straßen Warungs durchspülen und die letzten Anhänger der Siebzwährigen in ihre Löcher zurücktreiben, wo sie an ihrer eigenen Finsternis ersticken sollen. Jene aber, die unter der Herrschaft des schwarzen Drachen gelitten haben, mögen hervorkommen, um mit uns zu feiern. Lasse die Jahre der Dunkelheit von ihren Schultern abfallen, wie einen schweren Mantel zu Beginn des Frühlings, und schenke ihnen neuen Mut. Frohlocket, ihr Gläubigen, und lasset Rajas Freude euch durchströmen, auf dass das Grauen keinen Platz finde in euren Herzen, denn nur dann haben wir wahrhaft gesiegt. Gepriesen sei Rondra, die Wahrung im Sturm genommen und die Stadt befreit hat. Und dann würde ich mal schauen, wie es mit meiner Liturgie aussieht. Die Gut. Bedingungen haben sich ja verbessert, oder? Also es ist Ja, jetzt nicht also mehr dämonisch verzerrt. ich gebe dir nur noch eine +5 für den Ort. Es ist keine Notlage. Ist es Erfüllung eines göttlichen Auftrages? Also es ist nicht okay. Das ist Mal. Ich dürfte gerne mitschauen, falls ich irgendwas durcheinander bringe. Es Du ist bist kein nicht. Altbrecher, du hast kein Es ist Altermal. nicht. Okay, dann die +5 für den Ort. Ist dieser auch noch voller Ungläubiger und Zweifler? Zweifler, klar, ja. Aber du bekommst Mitbeter. Also kannst du ungefähr 10 Mitbeter aufschreiben, die dann auch einer anderen Kirche angehören, aber trotzdem mitbeten. Okay, 10 Mitbeter, das gibt eine Erleichterung von 2. Der Ort war eine Erschwernis um 5, das heißt, das ist jetzt eine Erschwernis um 3. Wie war das mit den Zweiflern? Das ist eine +3. Also bei Okay, einer +6. dann ist es um 6 erschwert. Es ist eine Grad 3 Liturgie. Das heißt, wir sind bei einer Erschwernis plus 10. Okay, dann gebe ich einfach die 10 bei dem Modifikator ein und würfle eine Liturgiekenntnis. Das ist gelungen. Gut. Dann folgt jetzt die Beschreibung, was ich eigentlich mache. Also das Gebet hatten wir ja schon. Und nachdem ich dieses Gebet gesprochen habe, würde ich dem Markgraf, der neben mir steht, die Hand zum Tanze anbieten. Denn er ist ja gewissermaßen der Gastgeber dieses Festes, denn das ist seine Stadt. Und würde dann mit ihm einmal in einem weiten Kreis über den Marktplatz tanzen.
Ja, er selber hat auch mitgebetet, gehört natürlich dann auch zu dem Drei-Schwester-Orden und werden sich die anderen Mitbeter auch ebenso anschließen und versuchen so ein bisschen dann die Stimmung aufzulockern. Jetzt, wenn die Essensvorräte hier aufgebaut werden, damit man dann den Schrecken der Stadt so ein bisschen, zumindest von diesem Marktplatz, vertreiben kann. Du kannst auch erkennen, wie wohl Bibernell von Hengisfort mittlerweile eingetroffen ist. Hat sich wohl weiterhin um Morgare gekümmert und das, was bei Bibernell besonders ist, dass sie von drei ätherischen Löwinnen begleitet wird, die sie gerufen hat durch die Standarte, altodamische Symbole, die sie rezitiert hatte, und die drei ätherischen Löwen existieren weiterhin, werden dann ihre Seite links und rechts sitzen und beobachten. Ich lächle ihr zu. Und also was den Effekt der Liturgie angeht, der Radius ist nicht sehr groß. Ich habe sie nicht aufgestuft. Das sollten nur so 10 Schritt um diese Essenslieferungen sein. Das ist in etwa der Kreis, den wir umtanzt haben. Dafür hält sie recht lang. LKP Stern, das waren 7, richtig? 7 Stunden. Plus 5. Und alle, die innerhalb von diesem Kreis irgendwelches Essen zu sich nehmen oder was trinken oder falls irgendjemand sich aufrafft und Musik macht, das ist alles doppelt und dreifach toll. Und die Nachteile von den Leuten sind in dem Kreis um LKP Stern plus 5 gesenkt. Okay. Während ihr dort singt und tanzt, könnt ihr nach ungefähr 2 Stunden hat die Essenslieferung gedauert und ihr seid ja noch gerade am Singen, Tanzen, Essen. Die anderen Helden schlafen wohl noch oder ruhen sich aus. Kannt ihr mittlerweile erkennen, wie sich über dem schwarzen Himmel, die Sonne hat sich zurückgezogen, mittlerweile ein großer, geflügelter Schemen abzeichnet, der in der Luft bleibt, lange. Und ein infernalischer Schrei aus den Niederhöllen, der von dort unten runterhallt, und die Wut und die Enttäuschung, all diese Emotionen nach unten hallen. Aber er bleibt in der Luft und wird sich nach ungefähr 10 Minuten des Schauspiels wieder in Richtung Westen zurückziehen. Dann können die anderen Helden wieder erwachen. Sind regeneriert. Und ihr hört vom Marktplatz aus, ja, viele Leute, die sich dort versammelt haben und jetzt gerade mit viel Erzählung, Musik und Tanz von ihren Erlebnissen berichten. Nun, lasst uns dorthin zur Feier gehen. Wir sind schließlich die gefeierten Helden. Ja. Aufstehen, Brüder, Schwester, aufstehen. Wir gehen jetzt nicht im Blatt rauchen. Nicht der Sinn danach, mich feuern zu lassen. Doch, doch. Nach 1-2 Bier hat sich dieser Sinn bestimmt komplett gewandelt. So ein Heldendasein hat auch seine Schattenzeiten. Wir müssen uns zeigen. Naja, mit Schatten kennt ihr euch ja aus, nicht wahr? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ja, euer Trick damals beim... als wir diese Karawane überfallen haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich dachte, du meinst jetzt, dass er mal so keinen Schatten hatte. Ja, darüber sollte ich ja nicht reden. Das hat Asavo doch verboten. Nun, wir sollten uns etwas feierlich anziehen und die gute Dame bei ihrer Feierlichkeit begleiten. Das gehört sich so. Ich sehe doch feierlich aus. Ja, Rafim, komm mal mit. Wir durchwühlen mal den Schrank des guten Herkules. Irgendwas wird er haben. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Mein Kettenhemd hat sogar noch Blut drauf. Ich wollte gerade sagen, das Blut, der Alter, der Staub, der Dreck. Ich weiß nicht mal, was das hier ist, aber es ist grün. Das kam von Untoten. Ich weiß auch nicht, aber die sind richtig geplatzt. Ja. Ja, und dann wird Raffi neu angekleidet. Inklusive allen anderen, die sich gerade in Griffreichweite des Schrankes befinden. Wir sehen dann vermutlich alle aus wie Magier auf dem Konvent, aber es ist besser als gar nichts. Und irgendwelche normale Kleidung muss Rakulus ja gehabt haben. Richtig? Also, das sehe ich nicht an, das sieht ja fürchterlich aus. Du wirst das tragen und du wirst dich stolz daran fühlen. Aber guck, wer kann denn sowas anziehen? Guck dir doch mal diese Robe an, das sieht ja schrecklich aus. Bei der Reichsarmee trägt man fast so ähnliche auf Anlässen. Na,
komm schon, ich krieg's gleich zu. Na, jetzt. Kannst du noch atmen? Warte mal. Ich würde mal mit Absicht versuchen, meine Muskeln anzuspannen, um das Hemd zu sprengen. Das wird für dich wohl kein Problem sein. Oh, nein, jetzt kann ich... Oh, und es war das Größte, das sie hatten. Jetzt muss ich mein Kettenhemd anziehen. Na gut, aber wir gehen es erst ab. Guck mal her, der will unbedingt mit dir reden, Abelmir. Ich kann mir das auch nicht erklären. Und Rafim stiehlt sich aus dem Raum, wirft sich sein Kettenhemd. Was denkt ihr, welchen Hut man besser anziehen könnte? Den hier oder eher diese Kappe? Mit der Kappe sieht man aus wie ein Magier, denkt ihr nicht? Sollen wir auch vermeiden. Nein, dieser Hut steht euch besser. Natürlich. Ach, vermisse ich die Zeiten, in denen man Limons Hut noch auf Anlässen tragen konnte. Na gut. So, hat jeder etwas? Ja, ich müsste meins ein wenig kürzen, aber es geht schon. Gut, dann lasst mich noch Rafin jagen, dass er wenigstens sein Kettenhemd ein wenig putzen und dann auf die Beine. Ja, während ihr dort ankommt, könnt ihr wohl sehen, wie sich Bibernel von Bavorin auf einen kleinen Podest gestellt hat. Hinter ihr steht Ayla mit schweigender Miene und schaut ihr zu, wie sie da wohl das Gebet nach einem verlustreichen Gefecht herunterbetet. Meine Herren, der Schwerterklang ist verstummt und gleich einem silbrigen Schatten erahne ich den Valkyr hier auf dem Felde. Noch tobt ein heiliges Feuer in meinen Adern, noch brennt mein Atem bei jedem Zug. Wie fühle ich mich dir näher als in diesem Augenblick? Und so betet sie weiter und wenn Ayla dann erkennt, wie ihr euch hinzugesellt, wird sie, nachdem das Gebet gesprochen wurde, sich dann ebenso neben Bibernel stellen und dann die Arme einmal ausstrecken, euch zulächeln und dann ja so ein bisschen auch heranwinken. Jetzt macht er mal Platz, da geht er mal aus dem Weg. Rafim muss hier langlaufen. Ja, Rafim drängelt sich da ruhig durch. Ich würde im Schatten von Rafim durch die Menge schlüpfen. Bruder, Schwester, jetzt komm, nicht mit den armen Leuten reden, das macht einen schlechten Eindruck. Diese Helden haben für uns große Heldentaten vollbracht. Nicht einmal, sondern mehrfach. Im Geiste und im Dienste Rondras. Ich erkläre hiermit, dass sie den Löwen in ihrem Wappen führen dürfen und dass sie vom Meister des Bundes in Arivor aufgenommen werden in die Register der Rondra-gefälligen Recken. Ebenso verleihe ich ihnen als Schwerter die gelbe Schärpe. Sie haben Mut und Heldentum bewiesen und Bereitschaft, das eigene Leben für die Kirche zu geben. Rondra Vult, es sei. Legt sie euch zu und... Ich bin laut zu klatschen. Ah, wunderbar, wunderbar. Würde sich dann nach und nach zu euch stellen, vor euch, euch die Hände schütteln, beziehungsweise Ayla würde dann tatsächlich euch auch umarmen und da dann auf die Förmlichkeit verzichten und euch dann eine gelbe Schärpe der Rondra-Kirche überreichen. Jalan? Ja? Was macht man damit? Tragen, Raffi. Bekommt man da irgendwas für? Es ist eine Ehre. Ehrenbezeigung. Erinnert euch an diese Efferperle, die wir in Festzimmer hielten? Es ist ähnlich. Wenn ihr es auf Festlichkeiten tragt, sind alle sehr beeindruckt. Ich bin auch so sehr beeindruckt. Das hilft nicht. Ihr dürft ja aber nicht den Punin tragen, denn wenn man sich die Hälfte der Zeit mit euch duellieren, weil ihr ja so ein ehrenvoller Mann seid. Vielen Dank. Was für ein tolles Geschenk. Freut euch, Rafim. Ich bin überglücklich. Ich finde diese Schärpe schon sehr praktisch. Hier könnte sie man... Sie ist nicht zum Soße aufwischen gedacht. Genau das wollte ich dir auch gerade sagen, Boltax. Ich dachte eigentlich eher, man könnte hier so kleine Taschen einnähen und dann ein bisschen von den entsprechenden Elementen damit herumtragen. Ein Elementarbandolier. Ja. Gut, wenn ihr euch schneiderisch betätigen wollt. Vielleicht kann man einen Dolch darin verstecken. Ich sage vorhin nichts zu tun, was ihre Erhabenheit beleidigen könnte. Oh, ich wollte niemanden beleidigen. Ja, wenn ihr euch zu den anderen setzt, vor allem vielleicht auch zu Zulamin, könnt ihr wohl erkennen, Trondvik sitzt gerade neben ihr, winkt dann auch Abelmir heran
Und wenn dann Boltax herankommt, kannst du erkennen, wie wohl die Blütenfee aus deinem Bad herausläuft und sich dann mit einer weiteren Blütenfee unterhält, die wohl noch Flügel hat. Die ist wohl in Begleitung von Trondvik von Bregelsaum. Der hat nämlich einen eigenen kleinen Ladifari. Und spielen die gerade so ein bisschen miteinander, beziehungsweise erzählen sich gegenseitig die Geschichten. Und auch deine Blütenfee erzählt dann eben davon, wie sie ihre Flügel verloren hat. Aber erst einmal hat sie gute Laune. Oh, die beiden verstehen sich ja prächtig. Oh, das ist doch schön. Boltax? Ja? Wolltest du dir jetzt noch die Flügel heilen? Ja, wenn ich wieder etwas mehr Kraft habe, wollte ich es versuchen. Ihr wisst schon, dass ich angeboten habe, mittels eines alchemistischen Gebräus eventuell zu unterstützen. Genau. Dafür haben wir ja extra die kleine Flasche Terriak. Exakt. Wir sollten aber das unter Verschluss halten. Besonders vor dem Markgrafen. In der Tat. Genießen wir die Feier. Tanzen wir ein wenig. Warum nicht? Ihr wollt wirklich mit mir tanzen? Nein, nee, nicht mit euch, mit einer hübschen Maid natürlich. Ihr seid zwar recht schmuck, aber nun ja, nicht mein Fall. Danke. Ja, aber mir Zulamin dann würfelt doch auf Tanzen. Na komm, ist er erleichtert um wie viel? 3 oder noch mehr? Sagen wir mal 5. Komm, Boltax, stell dich auf meine Füße. Ich bin ein paar gute mittelreichische. Hier, bei. Verzeiht. Ich nehme mal das. Richtig, Balltänzeball. Ja, ich kann dir den Zwergenplatter zeigen, wenn du magst. Ja, machen wir danach. Gut. Ja, Savo würde dann zu Isarun rüberschauen, ihr den Arm anbieten. Den sie natürlich nimmt. Wie in Pudding. Und dann ebenso mit Iseron über den Marktplatz laufen, marschieren, tanzen, wirbeln. Ich amüsiere mich ein wenig mit Boltax und bringe ihn ein bisschen die gute Ballkultur näher, von der ich auch kaum was weiß. Ja, ich stolper da eher so über die Tanzfläche und hab trotzdem Spaß daran. Mir egal, wenn die anderen alle besser tanzen als ich. Sagt diese Runde, ich habe das Abenteuer mit euch, so grausam es euch war, dennoch sehr genossen. Würde euch gerne länger begleiten. Nun, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Wo ist denn eigentlich euer Heimattempel in Punin? Ja, ich bin mal hier, mal da, aber eigentlich in Punin. Sowas wie ein Heimattempel gibt es für uns Drakoniter nicht wirklich. Ich kann mich in jedem Mesindetempel aufhalten. Ah, das habe ich schon gehört, dass Drakoniter sehr oft unterwegs sind. Nun ja, so wie ich es verstanden habe, werden wir uns bald wieder in Richtung Westen zurückziehen, denn dort wartet ja noch Arbeit auf uns. Also zumindest ein Weilchen könntet ihr uns wohl schon begleiten. Ja, das würde mich freuen. Danke, mich ebenso. Wie gesagt, ich habe die Zeit mit euch sehr genossen. Ihr seid eine andere Gruppe. Ich bin bisher viel mit anderen Hesinte-Geweihten umhergezogen. Vor allem Frau Mosch, die du nun noch nicht kennst, aber vielleicht lernen wir sie ja bald kennen. Sitzt wie gesagt aktuell in Werheim oder. Ach ja, Nandurian, die ganze alte Truppe von damals. Sind das alles auch Drakoniter? Oder ihr Sinnegeweihte, genau. Aber vor allem, wenn ich als verlängerter Arm, als kämpfender Arm dann dafür da bin, dass Moschte nichts passiert. Das klingt tulamidisch. Ja, sie kommt aus dem, ich glaube, Aranien. Faszinierend. Zumindest ist sie sehr matriarchalisch, aber das ist ja auch gar kein Problem. Zwinkert ihr dir zu. Ja, also, wie gesagt, ich freue mich, dass ich noch ein bisschen bei euch bleiben kann, unabhängig jetzt von diesem Auftrag. Oder eigentlich bin ich ja von Punin aus nach Gareth gereist und habe mich dann freiwillig diesem Zug angeschlossen. Aber wenn ihr noch meine Hilfe braucht, dann bin ich gerne noch mit dabei. Also, was mich angeht, ich würde euch sehr gerne weiter bei uns haben, aber. Nun ja, ich denke nicht, dass die anderen etwas dagegen haben. Ihr habt uns doch das eine oder andere Mal
schon sehr weitergeholfen und nun ja, ihr seid eine sehr angenehme Reisebegleitung. Er wird wohl ein bisschen rot, kommt wohl nicht vom Tanzen und du merkst, dass er dich wohl ein bisschen fester greift, aber nicht unangenehm. Noch auf die Gefahr hin, dass das jetzt etwas plötzlich kommt, beugt er sich dann zu dir rüber und gibt dir einen Kuss. Oh, Isarun wird natürlich auch ein bisschen rosa um die Wangen und erwidert diesen Kuss. Ja, und dann hat sie ein ziemlich breites Lächeln und tanzt nochmal ein bisschen ausgelassener. Ulamin schaut so über Abelmirs Schulter und kriegt das ein bisschen mit und lächelt. Sie ist sehr zufrieden mit dem Fest, das sie organisiert hat. Und sieht aber auch Boltax, der so... Naja, ich weiß nicht, er ist gar nicht so viele Minus. Ich habe nochmal bei der Liturgie geschaut, es steht nicht dabei, dass es irgendwie erleichtert wäre oder so. Es heißt nur, dass die Leute halt alles tanzen und so weiter toll finden, egal wie es gewürfelt ist. Das zählt. Vielleicht ist Boltax auch gerade so ein bisschen anders in Gedanken, wenn er da so sieht, wie glücklich die ganzen Menschen um ihn herum sind, wie sie alle wohl irgendwie einen Partner haben. Ulamin würde sich galant von Abelmir verabschieden. Ich glaube, ich muss eurem zwergischen Freund zu Hilfe kommen. Ja, natürlich. Ich drücke noch mal einen Kuss auf die Hand. War mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits, bitte Dame. Ganz meinerseits. Oh, Boltax, pass auf. Also nochmal. Und 1, 2, 3, nein. Weiterschreiten. Okay. Größere Schritte, Boltax. Aber das ist gar nicht so leicht. Das kommt so schlecht aus der Hüfte. Ich mache wohl ein wenig Pause. Euer Gnaden, könnt ihr euch das kann wohl annehmen? Ich tue hier keinen Stich. Ich muss auch zugeben, ich bin nicht so bewandert im Balltanz wie der gute Abelmir. Ach, darauf kommt es nicht an. Ihr braucht einfach ein wenig mehr Leichtigkeit. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass ihr die Füße genau richtig setzt. Es ist eher eine Frage der Einstellung. Naja, aber ich bin eher dem Element der Erde, also dem Erz zugetan, jetzt weniger der Luft. Leichtigkeit ist jetzt nicht unbedingt das, wofür ich berühmt und bekannt bin. Vielleicht müssen wir den Tanzstil anpassen. Und sie macht jetzt irgend so einen Tanzstil, der mit sehr viel Gestampfe und eckigen Formen arbeitet. Und schaut mal, ob das Boltax besser taugt. Das sieht doch machbar aus. Wartet, ich versuche es auch mal. Ich sehe, also hier muss man... und... ganz schön schwierig. Das war schon viel besser. Nun, ich glaube, tanzen wird nicht meins. Aber danke. Können wir es nicht machen wie damals in meiner Heimat? Wir packen uns einfach alle an den Händen und tanzen im Kreis um den Travierbaum. Warum nicht? Das werde ich auch noch hinkriegen. Ich denke, das ist wirklich machbar. Aber wenn Herr Boltax eine Pause braucht, dann kann er sicher bei den Wägen auch ein Bier bekommen. Oh ja, ich glaube, das ist genau die Art von Pause, die ich jetzt brauche. Ich bin gleich wieder bei euch da. Ja, nun gut. Ja, und ich würde mich dann mal zu einem der Wägen begeben, mir ein Bier geben lassen und mich dann etwas in Gedanken auf einen kleinen Stein oder so setzen und so ein bisschen verträumt in den hoffentlich jetzt mittlerweile aufgeklärten Nachthimmel blicken und an meinem Bier nippen. Nun sagt, euer Gnaden, wie bekommt der Krieg euch? Nun, es war gewiss eine schreckliche Erfahrung, aber wir haben immerhin gesiegt und es tut gut, die Leute feiern zu sehen. Jetzt, da sie nicht mehr unter der Herrschaft des schwarzen Drachen leiden müssen. Ich denke, das ist es wert. Vielleicht habt ihr euch die falsche Kirche ausgesucht.
bin mir sicher, das Schwert der Schwerter würde euch gerne weiterhaben.